Herzlich willkommen zum nächsten Part. Wir richten, machen gerade unsere Torpedos bereit zum Abschuss auf das Ziel. So, bei 70% schießen wir die Torpedos los, die zwei. Auf das gegnerische Schiff. Und los. Muss ich jetzt rausgehen? Okay, so jetzt machen wir die Zielberechnung auf das Schiff. So, da gehen unsere Torpedos auf das Schiff hier. Das ist so easy gerade, weil wir einfach wegen schlechtem Wetter hier einfach stehen können. Das ist gerade so easy. So, auf das größere Schiff berechnen wir gerade unseren nächsten Torpedo-Kurs. Der ist gerade schon, wird gerade schon berechnet. Das ist sehr schön so. Liegt schon bei 10%. Auch ein britisches Schiff. Leute, wir dürfen es auch abschießen. Da sieht man diese Flagge. Wir dürfen manche Schiffe, zum Beispiel gerade in den USA, dürfen wir auch nicht abschießen. Zum Beispiel. Zum Ziel. Kriegst mal meine Leute. Jetzt sehen wir hier auch zum Beispiel, wie die richtigen Torpedo hier bereit machen, um den zu laden. Und wir schießen jetzt auf jeden Fall alle Torpedos, die wir an Bord haben, schießen wir jetzt auf jeden Fall. Also das wird jetzt ein Massaker für die auf jeden Fall. Der steht fest. So, jetzt tut er den Torpedo zum Beispiel rein, wie ihr seht hier, der dreht ihn jetzt da rein. Da können wir gleich schon die nächsten Schüsse abschießen. So, jetzt ist Rohr 1 zum Beispiel dran. Okay, so hier kommen gleich die ersten Torpedo-Einschläge bei dem Schiff. Dann gucken wir, wie die Torpedos kommen sehen. Der hat 2254 Protogistatonnen. Gut, da sind wir. Das ist richtig schwierig zu sehen, ja gut, eigentlich. Aber die werden natürlich nicht mit, weil die noch richtig nah an ihrer Küste sind. Ich sehe bisher keine Torpedos. Müssten ja von hier ungefähr kommen. Hier sehe ich keine. Nö, ich sehe keine Torpedos. Interessant. Interessant, ja. Okay. Okay, der hat jetzt, der schlägt jetzt Alarm. Der müsste eigentlich absaufen. So, den Hit. Dreht sich hier noch die Schiffsschraube? Ja. Ja, der ist auf ab. Der kriegt schon richtig schnell, glaube ich. Ja. So, 44% schon. Machen die Torpedos jetzt abschussbereit. Macht schneller, ich brauche mehr Torpedos für das nächste Schiff. Rohr 3 bewässert. Rohr 4 fertig. Mach schneller, du Scheißwaffe, offiziell 4000 Protogistatonnen. Ach du Scheiße. Der bringt ordentlich. Wenn der jetzt nicht absaugt, setzen wir nachher noch nach. Er müsste eigentlich absaufen. So, 54% schon. Wir haben auch einen guten Angriffswinkel auch. Also, die sehen uns auf jeden Fall. Wir haben schon 22% Sichtbarkeit. Sie sehen uns, sie wissen, wo wir sind.
Jetzt werden wir gleich auch mit dem Deckgeschütz durchschießen auf die. Wenn ihr auf jeden Fall probieren, so viel wie möglich zu versenken. Und los. So, jetzt sind nochmal zwei Torpedos raus. So, jetzt erstmal ganz kurz laden. Gucken wir uns das Ding nochmal an hier. Dann setzen wir nochmal einen nach. Rohr 1 bewässern bitte. Bei denen setzen wir jetzt noch einen Schuss nach. Weil ich hoffe nicht, dass der absäuft. Da ist mir jetzt auch ein bisschen mehr Genauigkeit, also das Schuss muss auf jeden Fall treffen. Ich würde ja jetzt nicht noch ein Torpedo drauf schießen. So, jetzt mit der Genauigkeit ganz kurz ein bisschen hochgehen. So, hier kommen die weiteren Torpedos auf das Schiff zu. Ey, das wird so ein Massaker, ne? Okay, der fährt einen Ausweichkurs. Ich hoffe, die treffen. Und du, los! Okay, jetzt müssen wir erstmal warten, bis hier alles geladen ist. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Hier sieht man die neue T1. T1 Torpedos sind schneller als die 2 Torpedos, sieht man gerade. Ich nehme eigentlich gerne T1 Torpedos mit. Also lieber als die T2 Torpedos, weil die T1 einfach schneller sind. Aber die hinterlassen an der Wasseroberfläche einen Gasstreifen. Den werden wir auch gleich auf jeden Fall sichtbar sehen. Alter, ist das ein fetter Pott, bevor wir den verdrängt haben. Den sieht man auf jeden Fall fest an der Wasseroberfläche. Ich hoffe, wir werden jetzt nur Tier 1. Wir werden jetzt erstmal, glaube ich, nur noch Tier 1 wirklich mitnehmen. Er hat auch Bewaffnung. Sieht ihr im Gest hier, der könnte sich auch verteilen gemeldet. Also, wenn der Nahrungskram kommt, sozusagen. 30 Sekunden. Weiß ich, er kein Torpedo irgendwo? Mal gucken, wann der Torpedo einschlägt. 20 Sekunden noch. Das ist jetzt der andere, der hier hinfliegen soll. Sieht man, der Tier 1 ist einfach viel, viel schneller als der Tier 2. 10 Sekunden bis Einschlagen. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Nanu, was jetzt? Der Aal ging daneben her, Herr Leute. Okay, Schuss. 40 Sekunden. Okay. Aber der trifft. Wir haben auf jeden Fall zwei Fehlschüsse, nicht schön. Da gehen wir auf kleine Fahrt jetzt. So, aber er kriegt jetzt den Rest. Also er kriegt jetzt den Rest, danach ist auf jeden Fall danach ist auf jeden Fall versenkt. Wenn das jetzt noch ausgehalten, dann esse ich echt einen Keks. So. Wir schießen auf ihn nochmal. Mal gucken, saufst du jetzt ab hier? Als ob du so viel aushältst, du bist ein verfickter Frachter. Der steckt ein ohne Ende. Das ist aber hier auf Wasseroberfläche einschlagen. Oh. So, wir fahren gerade mit langsamer Fahrt vorwärts auf die Lambda zu. Wir haben gerade auf jeden Fall Zeit, nehmen wir uns auch. Jetzt machen wir erstmal wieder Stopp, so. Wir haben gerade auf jeden Fall Zeit, die nehmen wir uns auch. Und das Essen ist also knapp. Was ist da los? 5 nur noch? Huh? Okay. Rohr 1, bewässern! Rohr 3, bewässern!
Okay. Der kriegt jetzt eine volle Salbe. Also der kriegt jetzt eine volle Salbe. So, 92%. Das reicht mir. Wir hauen die jetzt alle raus. Das nächste, an nächstes beschießen wir den da. Er kommt ziemlich gerade an seinem also ein bisschen gefällt, ein bisschen nah. Ich hoffe, wir haben noch genug Torpedos, um ein bisschen weiter zu machen. Also wir haben ja, ich glaube, wir können 15 mitnehmen oder so, glaube ich, ungefähr. So grob, schätze ich mal. Das geht auch schnell mit der Torpedo-Berechnung bei dem. Der kriegt gleich eine schöne Salbe. Das sind jetzt hier alles C2er, ne? Ja, leider. Geladen. Okay, da gehen die Torpedos auf jeden Fall. Wir wechseln jetzt mal zu dem hier, um uns das mal anzugucken. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Hier wird auf jeden Fall auf die Torpedos drauf geschossen, hört man. Hört hier gerade ein Gehfeuer teilweise. Wir glaube ich gerade die Torpedos abzuschießen. Rohr 2 geladen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So. Der hat nur 4000. Was? Wassereinbruch? 30 Sekunden. Wovon? Wir gehen auf langsame Fahrt und gehen auf Zero-Tiefe. Ach du Scheiße, die haben uns mit dem Deckgeschütz abgeknallt auf dem Frachter. Wegtauchen. 10 Sekunden bis Einschlag. Ich bin auch nicht getroffen. Fuck. Das ist auf jeden Fall keine erfolgreiche Feindfahrt. Könnt ihr jetzt bitte mal tauchen? Periskoptiefe. Torpedokurs berechnen. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 fertig. Los! Schaden repariert. Rohr 4, bewässern. Rohr 4 fertig. Erledigt. Schaden repariert. Herr Kaloy? Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt greift nochmal. Schön. Ich glaube, die treffen. Also, unser Schiff wird gerade repariert. Wir haben. Noch ein Boot. Aber einen Punkt angemacht. Wir sinken deswegen gerade. Oh fuck, stimmt, wir sinken. Oh. Okay, wir müssen jetzt weg. Wir haben keinen.
Zu Befehl. Okay, wie es hier weiter sieht, seht ihr im nächsten Part. Abteil verlassen. Okay, wie es hier weitergeht, seht ihr im nächsten Part mit unserer hoffnungslosen Absaufen. Bis dahin, tschüss.